Ich glaube jetzt, ja, Freaky, du hast gerade mein ganzes Holz aufgesammelt. Ernsthaft? Ja, warte, ja. Ich geb dir was, komm mal her, warte, 240 Holz habe ich dir gerade gegeben. Na, hier ist das schon. Yay. Ach Mist, einen Fallen Star brauchen wir noch. Ein was? Ein Fallen Star, so eine Sternschnuppe. Dann kannst du dir was machen, auch so einen Mana-Stern da, ja, ne? Ja, genau. Krieg ich endlich mal Mana. Warte, ich geh mal kurz gucken, irgendwo wird bestimmt einer rumliegen. Der Guide lügt. Ach hier. An. Hast du? Ach so, ne, ich bin gerade am eine Kiste am suchen. Hab einen. Echt sauber. Dann nehme ich die anderen mal. Required Object Sawmill. Gibt's eine Tatsache. Sägemühle. 10 Holz, 2 Eisenbahnen und eine Eisenkette. Seit wann kann was? Okay. Oh. Habe ich irgendwie einen Patch verpasst, kann das sein? Keine Ahnung. Kommt mir gerade so vor. Aha. Ist wohl doch nicht so der Crack. Ja, eben. Was ist denn los mit dir? Ich würde sagen, ich auch nochmal normal und schmeiß ihn raus. Genau, warte, ich block das mal eben. Was macht denn hier so ein Stuhl? Den habe ich gerade dahingestellt, weil komischerweise konnte ich bei mir dann vorhin was craften, wo ein Stuhl daneben stand erst. Achso. Okay. Den habe ich jetzt wieder abgebaut, den war nicht doof. Dann setz ihn wieder hin. Okay. So. Da fällt mir ein, warte, ich könnte doch eigentlich. So. Sägemühle da, Sormel. Okay. Ach ja, pass auf. Wollte ich dir noch erzählen. Stellt mal hier alles weil nahe. Der ist Debitor, nicht Micha. Geh mal in dein Menü rein. Ja. Und da ist noch rechts dein Equipment und sowas, ne? Achso, ja. Du hast doch da oben diese Social und diese Equip-Spalte, ne? Genau. Wo hast du deine Rüstung drin, links oder rechts? Rechts, bei Equip. Gut, ich hatte die erst bei Social drin, das musst du mir Micha erst erklären. Achso, da bringt das nichts. Nee, dann hast du das nur an, aber es bringt nichts. Du kannst rechts die Dinger, die kannst du anziehen und die bringen dir dann auch die Defense und sowas. Und links kannst du einfach so Sachen drüber ziehen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel meinen Hut da auf, siehst du ja gerade. Ach so, aber, ja. Aber und drunter habe ich auch noch den Silberhelm. Das heißt, ich habe den Effekt vom Silberhelm, aber ich sehe aus wie ein Top, also wie so ein normaler Hut. Einer von euch hat gerade die Werkbank aufgesammelt. Ach so, ich. War ich das? Nee, ich habe sie nicht. Ich habe einen Stuhl. Kannst du mir mal die Sterne geben, Freaky? Ja, hier. Dankeschön. Spinnennetze brauchen wir jetzt und dann müssen wir uns hier zu diesem Webstuhl stellen und da können wir uns dann Seide machen. Aber warte, ich mach Seide. Wofür brauchen wir nochmal Seide jetzt im Ernst? 5 Seide für ein Bett. Ein Mana Crystal. 20 Holz oder sowas. Alter. Oh, wie wir jetzt in einer halben Stunde mehr geschafft haben als die ganzen anderen 20 Parts. So, ich habe jetzt 25 Dinger hier, aber ich habe kein Holz. Doch, Holz habe ich auch. Da ist das Bett. So. Ich hab ein Bett. Mach gleich 2 Betten oder sowas. Jetzt rechtsklick drauf machen auf das Bett und dann hast du einen Spawnpunkt gesetzt, aber. Ja, wenn ein Bett irgendwo steht schon. Wer ist denn da oben? Ist ja auch irgendwo im Bett, am besten. In einem der beiden Häuser. Uff, wer ist das da oben? Ist das der Armstealer? Der ist der Waffendealer. Ach, der wohnt beim Klo und bei der Badewanne. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ne? Der hat wohl eine ziemliche Kackstimmung. Der Durchfall. Oh, ist das Halbmond? Was hat das zu bedeuten? Ja, jetzt mal rechtsklick drauf machen, Spawnset. Ah, genau. Cool. Dann machen wir noch zweites Haus bei der Corruption und gute 15. Irgendwie teleportiert sich... Ach, da oben ist ein Bett. Ach, das da unten ist nur eine Bank. Ah, ich Idiot. Ja, das ist nur eine Bank. Ich gehe die ganze Zeit auf die Bank. Bank, hallo? Warte, ich setze da oben mal schnell meinen Spawn. Ah. Ich laufe schon mal rüber und fange an, so ein kleines Haus zu bauen. Ja, ich folge dir sofort. Ich jetzt auch. Wie ist das eigentlich, wenn wir nicht im Haus sind und dieser Blood Moon ist da? Sterben die dann alle oder spawnt da keiner? Da spawnt dann nichts. Achso. Ach, der Blood Moon, der. Ach, okay. Also müssen wir nicht hochrennen und die beschützen? Wir sind nämlich immer hochgerannt und haben die beschützt, weil wir dachten, unsere ganzen Leute würden sterben. Selbst wenn sie sterben, kommen sie nach einer Weile wieder. Achso. Ja, aber muss doch nicht sein. Wir sind ja nette Menschen, weißt du? Seit wann? Nein. Wir jetzt außer wir zu mögen dir, Menschen. Aber das bin ich immer nett. Achso. Okay. Ich habe jetzt auch einen Mana-Punkt. Ja, ich habe auch nur einen. Was bringt das Mana-Zeug da? Es gibt später Zauberbücher und alles. Boah, geil. Okay. Also noch brauchen wir das eigentlich gar nicht, noch ist das unsinnig, ja? Außer wenn man einen Spiegel findet, ja. Ne? Ja, außer man findet einen Spiegel und so weiter, da braucht man dann Mana. Außer man findet halt die coolen Objekte. Ich hab keine. Spiegel ist cool. Boah, fuck, bin ich jetzt hier gelandet, ey. Ach du Scheiße, ach. Ich hasse dieser verkackte Berg hier, ne?
Ah. Boah, fuck, ey. Es ist dunkel, ich komme voll nicht zurecht gerade. Oh, Metroid has landed. Ja, wie gesagt, wir haben ja so Kugeln kaputt gemacht. Das Dumme ist, wir wissen halt jetzt nicht wo. Ja, der könnte irgendwo sein, ne? Mhm. Wie ist das, wenn die Welt mal endet? Wie zeigt sich das eigentlich? Das ist einfach ein riesiges Meer, was immer tiefer wird. Ja, stimmt, das habe ich schon mal gesehen. Ja? Genau. Ja, bei einer Welt von Mittel, glaube ich, läuft man 5 bis 10 Minuten bis zum Ende der Rand. Bei Small bis zu 5 Minuten. Ah. Deswegen mache ich eigentlich immer, habe ich immer generell Small Welts, kleine Welten gemacht. Oh mein Gott. Ja, und sie verschwinden 10 Meter weiter weg. Ja, irgendwie ist das sehr am Längen, ne? Zumindest bei Gegnern. Oh nein! Oh, ich komme nicht voran jetzt hier. Jetzt geht. Oh, okay. Dabei hast du doch die Linsen. Ich muss mich. Ja, ihr müsst sowieso auf mich warten. Ich habe die ollen Linsen. Also, beschützt mich lieber nicht, dass ich sterbe. Oder wollen wir das Auge auch gleich hier unten töten? Ja, erstmal, lass doch erstmal. Was ist einfacher, Auge oder Wurm? Wir haben kein Dynamit mehr und kein Geld für Dynamit. Doch, Geld haben wir genug. Wieso sagt ihr nichts? Ich habe mein ganzes Geld hier für Dynamit ausgegeben und keiner von euch sagt was. Du hast nicht gefragt. Sag mal, sagt ihr, seid ihr schon unten das erste Loch gleich wieder reingegangen? Ja. Ja. Okay. Jetzt baust du ein Haus oder was? Oder wie? Oder wo? Oder was? Ich könnte hier unten ein Haus bauen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Hintergrund geht. Vielleicht müssen wir es oben bauen. Das kann man nicht bauen. Ach, verdammt. Du musst da wieder hoch. Ich könnte sein, dass ich hier aus dem, wenn ich mit Holz jetzt hier ein Haus baue, dass es geht. Testen wir halt einfach mal. Ganz grobes Haus. Genau, ich mach mal Bett da rein, ne? Oh, ich geh mal weg. Okay. Irgendwie ist sowas. Und dann eine Tür rein. Ist das jetzt zu niedrig? Ich glaube schon. So, ich bin übrigens heil unten lang gekommen. Glaube ich. Ja, da bin ich. Ich hab's geschafft. Hurra! Aber du kommst nicht in unsere Hausparty. Ist nicht eingeladen. Geh ich halt. Ne, Spawnpunkt kann ich hier nicht setzen. Ja, weil noch eine Tür fehlt. Achso, ja, cool. Jetzt meine Bergbank. Jetzt bin ich da, ob ihr wollt oder nicht. Jetzt gehen wir raus. Ich bleib hier. Muss schauen, ob es geht. Nee. Oder warte, geh mal weg da von der Ecke. Wiki. Nee, will nicht. Oder wir haben keine Fackel hier drin. Das könnte auch noch sein. Nee. Ach, verdammt. Müssen an der Oberfläche bauen. Ernsthaft. Jetzt sag mal nicht, ich bin jetzt den ganzen Weg umsonst hier runtergekommen. Du kannst dich kurz hier. Nee, du brauchst auch deinen Spawn da oben. Oh nein, jetzt müssen wir wieder hoch. Hurra! 15 Minuten, einmal runter, einmal hoch. Ja, es ist leider. Aber ich glaube, ich krieg das jetzt auch so hin, warte. Aber macht ja auch nichts. Können wir dann üben mit dem Enterhaken. Guck mal, das geht jetzt sogar einigermaßen schon. Ja, bei euch. Ah, warte. Ma! Ist das eine Quälerei? Aber langsam kann ich's wieder. So, ich bin oben. Ich bin auch gleich da, glaube ich. Ja, jetzt geht. Nein, oh. Ich darf nichts sagen. Das Lustige ist, wenn man sagt, jetzt geht's, genau dann geht's immer schon. Genau. Und das ist immer so, egal bei was. Okay. Ich wollte gerade die Schaufel suchen, ach Gott. Ich bin gleich oben. Das ist so der Healing Potion, den mal ich wieder abgeschissen bin. Ach guck mal, das ist Freaky, den habe ich gleich. Ja, ich bin gerade aber nochmal runtergefallen. Das ist meine Verteidigung. So. Und dann auch noch weg. Ich ja. Boah, der Baum ist weg. Tot? Oh. Wo ist das Vieh hin? Boah, jetzt machen wir uns ein kuscheliges Haus. So, da gehört die Tür dann wieder rein. Ah ja, die hab ich. Warte. Lass ich mal kurz die Wand da hinten weg. Ein schönes Bett, noch eine kuschelige Tür. Haben wir einen Schritt nach vorne. Oder nach hinten. Moment. Das Bett schaut immer in die Richtung, in die du schaust. Ich kann übrigens immer noch kein Spawn setzen. Ja, weil wir noch keine Wand hinten drin haben. Ich will keine Wand hinten drin haben. Wir müssen aber eine Wand hinten drin haben. Also ich kann keinen Spawn setzen, immer noch nicht. Oh. Weil die Wand fehlt. Was für eine Wand? Die hier. Ach so, ernsthaft? Ja? Sonst ist es ja kein Haus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin erst im Bett. Ja, Spawnpoint Set. So, und jetzt drei erwachsene Männer und ein Bett oder was? Das wird Spaß. Warum haben wir die Türen hier auf der Seite? Weil da links dieses. Weil Tine Wittler das sagt. Tine Wittler sagt, so wohnt man schöner. Oh, warte mal, da sind viele Zombies.
Oh. Und ab nach unten, ja? Wenn man übrigens wieder dann im normalen Haus, also da, wo man normal spawnen will, muss man einfach nur das Haus leicht so kaputt machen. Achso, kaputt machen und dann spawnt man wieder da. Und jetzt warte mal kurz, das Zombie da hat was verloren, was ich auch noch kurz erklären möchte. Und jetzt bin ich hier unten, ey. Ja, ja, du hast. Achso, was war das? Chain oder was, ne? Shackle. Shackle, ja, was ist das? Das hab ich an. Das kann man bei, bei Dings, wie heißt das denn? Accessoires kann man es anlegen. Das kann was? Es bringt dir eine Verteidigung dazu. Das ist ganz für den Anfang, wenn du noch sonst keine anderen Sachen hast, die du reinpacken kannst. Okay, also wenn du so spielst wie ich, dann brauchst du sowas. Hast du am Ende 5 Shackles. Okay. Ich glaube, man kann ihn nur noch eins gleichzeitig ausgerüstet haben. Ich habe schon eins. Ich habe auch schon eins. Auch eins? Ja, ich habe schon. Ich habe eins dabei sogar, glaube ich. Ich habe einen Trank genommen. So. Ich habe es ausgerüstet. Jetzt lag es noch weg, weil es so. Ja. Oder lassen wir das Viech da hinten ausgesperrt. Nee, da töten wir. Oh, da kommt neues. Ich habe meinen Hammer. Ich weiß nicht. So. Ist der gerade bei dir auch verschwunden? Ja. Irgendwie ist das kacke heute. Mit den Mobs. Da, weg ist er. Weil er bei den Boss-Monstern auch so einfach geht heute. So. So. Ey, was wir noch dringend achten müssen, dass wir ab möglichst Anfang der Nacht oder sowas den Boss beschwören. Weil der Augenboss kommt nur über die Nacht und tagsüber verschwindet der einfach dann. Ah. Das heißt, dass wir die ganze Nacht Zeit haben, diesen Boss zu besiegen oder was? Ja, genau. Aber wird nicht gleich erst wieder hell? Ja, die Nacht dürfte gleich. Du könntest auch in den Server eingeben. Oh, was kann ich tun? Ja, sowas geht. Das ist irgendwie / time irgendwas, kann man eingeben. Time, night oder sowas. Dann ist Nacht. Time. Ne, warte. Ich kann kein / machen. Okay. Dann einfach nur time, night vielleicht. Time. Das mache ich aber nur jetzt. Nur für uns. Sonst mache ich das. Nein, ich meinte in den Server an sich. Nicht hier im Spiel. Ach oder so. Hostest du das Spiel? Ne, ich hoste das Spiel einfach nur. Ach so, ja. Es gibt nämlich noch so ein Server-Tool für das Spiel. Ah. Das verleitet zum Cheaten. So. Ein wenig. Wo wollen wir jetzt hin? Wo müssen wir hin? Da wieder nach oben. Lauter, wo du es machen musst. Escape drücken und so ein suspicious-looking Eye craften. Ah. Soll ich? Ja, wir müssen, kannst das setzt es halt noch nicht ein. Ich hab's jetzt gecraftet. Ich hab Angst, wenn er es hat. Ich hab's, schau mal meine Hand. Achso, das ist gar nicht. Aber ich hab's jetzt. Ja gut, dann können wir erstmal wieder hochgehen und überlegen, was wir machen bis zur nächsten Nacht. Vielleicht Dynamit holen. Oh nein. Ja, Dynamit holen ist vielleicht eine gute Idee. Jetzt wieder zurück. Jetzt muss ich aber erstmal wieder hochkommen, ja? Das wird wieder. Wir laufen eigentlich nur noch hin und her. Ja, das machen wir jetzt irgendwie schon fast eine Dreiviertelstunde lang. Und du sagst, wir schaffen was. Ja ey, wir haben schon mehr geschafft als vorher, ja. Oh nein! Ah! Oh nein! Weißt du, was das war? Mein Haken hat sich nicht mehr eingezogen, dann konnte ich den immer benutzen. Ja. Weil er irgendwo oben hing. Wenn man nicht trifft und dann fällt man einfach gerade runter. Aber ich bin schon oben. Ja, schön, dass du schon oben bist. Ja, komm, ich sterbe jetzt auch einfach durch Fallschaden. Boah, okay, ich auch. Nicht mehr dabei. Nee, also ich sehe es jetzt nicht schon wieder ein, dass ich jetzt hier schon wieder irgendwie. Sollen wir nicht einfach mal nach rechts laufen? Vielleicht finden wir halt zufällig den Metroid. Den können wir noch gar nicht abbauen. Achso, verdammt. Braucht man mindestens Goldwerkzeug, glaube ich. Gold oder Demonite. Sie wird immer wieder hin und her gewechselt, ich kann es gerade nicht mehr sagen. So, wollen wir dann hier oben an der Oberfläche auch gleich das olle Auge da besiegen, oder was? Wie du siehst, ist der Mond gerade rechts und am Verschwinden. Aber wenn der Mond halt gleich wieder da ist. Ja. Wir können ja